Ah, das ist vergiftetes Erz. Was steht denn hier? Die Augen von Nex haben vorhergesehen das Erwachen des uralten Unsterblichen. Dieses vergiftete Erz ist also vorbereitet worden und außerhalb seiner wahren Form und Tod dem Passagier in die Gefilde Hasszeile. Also nochmal. Dieses vergiftete Erz wurde vorbereitet, also präpariert und verstaut außerhalb der Zeit und Tod, also außerhalb von Zeit und Tod aufbewahrt, um dann den Zugang in die Rams, also die Gefilde, zu gewähren, wenn die bestimmte Stunde sich nähert. So ist in der Richtung. Platziere die Substanz in den Unsterblichen für eine kurze Weile, dann zieh dich zurück. Ja, und dann ist er wohl irgendwann sterblich. Das klingt jetzt nicht so schwer. Das tolle Schild lassen wir jetzt auch mal hier liegen. Ist ja schließlich eine Schatzkammer hier unten. So, was machst du? Du gewährst einen Raum nach euren Weg nach oben. Okay. Wir wollen nach oben. Wir wollen einen Unsterblichen töten. Vorher nur ganz kurz gucken, ob hier noch ein Geheimgang ist. Also hier. Nö. Noch ein Drachensteak. Du isst mal. So, jetzt wollen wir zurück nach oben. Der war da ganz hinten. Okay. So rum, so rum, so rum. Ja, alles gut. Also, Blitzstrahl, Feuerball. Inventar auf für das vergiftete Erz. Das ist eine ganz schöne Ecke. Darum, darum, darum. Das heißt, wir müssen auch im richtigen Zeitpunkt treffen. Damit dieser komische Eingang, wo das Erz vorher drin lag, also das gute Erz, vorne ist. Da. Richtig? Richtig. So. Abspeichern. S. 71 speichern. Das lassen wir mal auf. So, rein da. Würfel. Wo ist das Komische? Da ist das Komische. Nein! Wir hätten nur einmal um ihn rumgehen müssen. Das schaffen wir jetzt nicht, ja? Nee, schon gar nicht, wenn man sich verläuft und gegen Wände donnert. Aber ja, keine Hektik, wir wissen, was wir machen müssen. Das ist echt schön. Denn die gute eine Stunde zwischen dieser und letzter Folge war doch recht nervenaufreibend, weil das halt so viele Tode waren. So, wo bist du? Da bist du. Oh. Nee, komm nicht ran. So. Sind wir hier richtig? Ja. Kick. So, und jetzt verreck du Scheißvieh. So, es muss einmal, glaube ich, wieder starten. Oder? Ja. Na komm. Na komm. Nee, nicht du. Nicht du, nicht du, nicht du, nicht du. Weg, 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 weg. Oh, das ist gute Erz. Kein Schaden, was zur. So sollte das nicht laufen. So sollte das echt nicht laufen. Warum? So, du stirb. Da bist du wieder. Ich hätte die doofe Notiz genauer lesen sollen.
Ja, dafür haben wir jetzt Zeit. Schlafen, deine Notiz lesen. Gott verdammt mich. Also das falsche Erz ist jetzt drin. Denn stand davon irgendwas, dann trete zurück. Atme irgendwas. Luft. Widersterblich. Großer Zettel. Nein. Hier. Also. Platziere die Substanz in dem Unsterblichen für eine kurze Weile. Dann. Oh, dann zieh es wieder heraus. Um deiner Luft zu erlauben, rein zu fließen. Okay, also ich muss das Ding jetzt einfach nochmal treffen, das Ding wieder rausziehen und dann ist es sterblich. Ah, es ist ein komisches System. Ein für uns sehr schmerzhaftes System. So, wieder noch vorbeigelaufen. So. Feuerball, Blitzstrahl. Da ist er. Komm her. Wo ist das doofe Ding? Genau da, wo wir nicht ankommen. So, du trink mal bitte was. Du trink mal bitte was. Du stirb bitte. Da ist es. Kommen wir ran, kommen wir ran, kommen wir ran. Ja, so. Ich fühle Schmerz. Jetzt muss ich dich töten. Mhm. Selbst wenn es mich töten wird, ich werde dich zerquetschen. So. Wir brauchen Platz. Wir brauchen mehr Platz und mehr Heil. Tränke. So, du bist alle. Oh. Wir sollten weg. Wir sollten nicht sterben. Ah. Komm schon. Stirb. Garstiges. Ah. Und Erdbebenschaden. Nicht gut. Ich habe keinen Heil. Oh. Was? Du hast den Unsterblichen zerstört. Suche einen Weg nach draußen. Das war definitiv knapp. Ich dachte schon, jetzt haben wir die Endsequenz und dann bringt uns das Erdbeben rum. Okay. Wir haben kein Schild mehr, weil wir dachten, es wäre die Nacht vorbei. Das brauchen wir dann wohl auch nicht mehr. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Tränke verballert. Ich hoffe mal, es kommt jetzt nichts mehr allzu Schweres. Das wäre ein wenig gemein. Und ich höre ganz komische Geräusche. Dabei fällt mir auf, es fehlen immer noch 3 Stück davon. Aber ja, so. Ein Heiltrank. Noch ein Heiltrank. So, du. Ganz viele Heiltränke. Nein, eigentlich ein Heiltrank und 2 Energietränke, aber ja, passt schon. So, es kommen immer noch Erdbeben. Das ist jetzt unerwartet. Eigentlich dachte ich, die Erdbeben werden von dem Würfel verursacht. So, und du noch einen Heiltrank für dich selbst. So, Level-Ups. Du kriegst Schwerter und bist damit auf 50. Rest in Rüstung. Du kriegst Dolche. Du kriegst Luftmagie. Du kriegst Feuermagie. So, ja. Vorher wurden wir rausteleportiert.
Warum sind jetzt alle Zugänge hier verschüttet? Ha. Dich nehme ich ja mit. Du siehst lustig aus. Bist du viel wert? 2 Goldmünzen. Ha. Warst du schon vorher da? Das Siegel ist gebrochen. Du darfst durchtreten. Okay. Welches Siegel? Oh, ist dafür der mittlere Raum? Nö. Er ist einfach nur zugeschüttet wie der Rest. Die Zahnräder lagen hier vorher auch nicht. Also das Zahnrad hier, das ist nämlich das große, das brauchten wir gar nicht. Hier geht's wieder nach oben. Gucken wir mal dahin, wo der Würfel drin war. Vielleicht ist da ja ein Teleporter. Oh, wir können dir Schaden machen. Ich denke nicht, dass es irgendwas bringen wird, aber hauen wir mal ein paar Mal drauf. Oh. Das geht doch. Können wir nicht noch mehr kaputt machen? Was zur Hölle? Können das Ding vollkommen auseinandernehmen. Können wir uns jetzt einen eigenen Würfel basteln? Das Ding hier ist neu, oder? Schafft. Ich tritt mal da drauf. Macht nichts. Was mit euch? Ihr kriegt keinen Schaden. Also die Fallgruben runter da sind alle halt zu. Das heißt, wir können auch gar nicht mehr nach unten gehen. Hier war noch Krimskrams hinter. Genau. Blitzbomben. Damit werden wir keinen Teleporter aktivieren können. Zum blauen Kristall runter. Geh jetzt einfach mal die Treppe hoch. Das ist das Einzige, was ich sehe. Wo wir lang können. Also in der Mitte, das hier ist zu. Da, wo dafür vorher drin stand, als einziger anderer, besonderer Raum. Ist auch nichts. Okay. Gehen wir einfach. Oh. Oh. Okay. Das Level ist geschlossen. Jetzt nicht mehr, ha? Huh? Secret. Sehr schick, es geht noch weiter. Boah, das ist doch mal ein schöner Zeitpunkt für einen kleinen Cut, huh? Also bis gleich.